much more canola we got here, Martin. That's sprouted. Well, this is all canola, and look at it, you know. Dies alles ist Raps. Umso näher am Feldrand, desto dichter wächst er. Man sieht deutlich, wie viele Samen vom Wind herübergetragen werden. Die Samen werden im Winter herübergeweht. Sie können bis zu 1 Meile weit fliegen. Dies ist der Beweis dafür, was hier passiert. Eine vollständig aufgekeimte, gesunde, genmanipulierte Rapspflanze wächst auf biologisch bewirtschaftetem Land. In Kanada gibt es kein reines Raps- oder Sojasaatgut mehr. Alles ist verseucht. Das Erschreckende an der Gentechnologie ist, zusehen zu müssen, wie einige Wissenschaftler und Firmen ohne irgendeine demokratische Abstimmung versuchen, die genetische Beschaffenheit aller Lebewesen, all dieser Wesen, die wir so sehr lieben, zu verändern. Und zwar derart, dass es kein Zurück mehr geben wird. Blickt man auf die Geschichte von Monsanto zurück, ist es für mich eine Geschichte von Lügen und Verrat. Monsanto und andere Firmen haben behauptet, auch PCB wäre harmlos, DDT wäre harmlos, Agent Orange wäre harmlos und so weiter. Und nach einigen Jahren wusste jeder um die Gefahren von PCB und DDT. Und jetzt will uns dieselbe Firma weismachen, genverändertes Getreide wäre harmlos. Für uns ist der Zug schon abgefahren, aber in vielen Regionen der Welt ist es noch nicht zu spät. Gentechnik trägt die Schuld an der Vernichtung unseres Saatguts, unserer Pflanzen- und Artenvielfalt, unserer Heilpflanzen und all unserer anderen Nutzpflanzen. Gentechnik ist ein falsches Versprechen zu einem hohen Preis, den unsere Bauern bereits bezahlen mussten. Multinationale Konzerne haben unseren Bauern die Selbstbestimmung über ihr Saatgut entrissen. Die Bauern wussten nicht, dass die genmanipulierte Baumwolle, die sie angepflanzt hatten, eine Kombination von Genen aus Tier und Pflanze ist. Weder die Firma noch die Regierung hatte sie darüber informiert. Ja, diese Slides sind sehr interessant. Dies sind sehr interessante Dias. 1982 fragte sich Dr. Ralph Brinster von der University of Pennsylvania, was geschieht, wenn ich ein menschliches Wachstumsgen in eine Maus verpflanze. Er tat genau das und war tatsächlich erfolgreich. Diese große Maus ist das Resultat einer erfolgreichen Verpflanzung menschlicher Wachstumsgene. Es war auf allen Titelseiten zu sehen und ein paar Monate später sagten die Leute, das ist zwar interessant, aber was soll man mit so einer großen Maus eigentlich anfangen? Gut, man kann damit Leute erschrecken, aber eigentlich ist so eine große Maus nicht sehr praktisch. Das ist ein Bild von 3 Fischen, Geschwistern, die wir entwickelt haben. Dieser Fisch hier hat die eingebauten Gene geerbt, seine Geschwister nicht. Alle 3 sind circa 1 Jahr alt. Wie Sie sehen können, ist die Wachstumsgeschwindigkeit in den frühen Lebensjahren unglaublich hoch. Diese Fische hier sind noch nicht ausgewachsen. Dagegen kann der andere schon geerntet werden. Wenn dieser Fisch in einem natürlichen Gewässer ausgesetzt wird, gibt es eine biologische Verseuchung. Er wird die anderen Fische vernichten. Eine biologische Verschmutzung unterscheidet sich grundlegend von einer chemischen. Sogar eine Ölpest verschwindet mit der Zeit. Aber hier handelt es sich um eine biologische Verschmutzung. Einmal freigelassen, kann man diese Fische nicht mehr zurückholen. Dann ist es aus. Es ist aus. Manche Wissenschaftler stellen sich eine Welt vor, in der es keine dummen Menschen, keine hässlichen Babys und keine schüchternen Menschen mehr gibt. Man muss nicht den Nobelpreis gewinnen, um beurteilen zu können, ob dieses Projekt eine gute Idee ist oder nicht. Eltern werden in eine Klinik gehen und die emotionale Veranlagung ihres Fötus zurechtbasteln können. Dabei können sie aus einem Spektrum von Mutter Teresa bis General Patton wählen. Das klingt doch irgendwie nett. Man kann sich das eigene Kind designen. Welche Augenfarbe hätten Sie denn gerne? Welche Haarfarbe? Schwarz. Hautfarbe? Welche Hautfarbe soll er haben? Hell, mittel, olivfarben. Größe? Gentechnik trägt die Schuld an der Vernichtung unseres Saatguts, unserer Pflanzen- und Artenvielfalt, unserer Heilpflanzen und all unserer anderen Nutzpflanzen. Gentechnik ist ein falsches Versprechen zu einem hohen Preis, den unsere Bauern bereits bezahlen mussten. Multinationale Konzerne haben unseren Bauern die Selbstbestimmung über ihr Saatgut entrissen. Die Bauern wussten nicht, dass die genmanipulierte Baumwolle, die sie angepflanzt hatten, eine Kombination von Genen aus Tier und Pflanze ist. Weder die Firma noch die Regierung hatte sie darüber informiert. Ja, diese Slides sind sehr interessant. Dies sind sehr interessante Dias. 1982 fragte sich Dr. Ralph Brinster von der University of Pennsylvania, was geschieht, wenn ich ein menschliches Wachstumsgen in eine Maus verpflanze. Er tat genau das und war tatsächlich erfolgreich. Diese große Maus ist das Resultat einer erfolgreichen Verpflanzung menschlicher Wachstumsgene. Es war auf allen Titelseiten zu sehen und ein paar Monate später sagten die Leute, das ist zwar interessant, aber was soll man mit so einer großen Maus eigentlich anfangen? Gut, man kann damit Leute erschrecken, aber eigentlich ist so eine große Maus nicht sehr praktisch. Das ist ein Bild von 3 Fischen, Geschwistern, die wir entwickelt haben. Dieser Fisch hier hat die eingebauten Gene geerbt, seine Geschwister nicht. Alle 3 sind circa ein Jahr alt. Wie Sie sehen können, ist die Wachstumsgeschwindigkeit in den frühen Lebensjahren unglaublich hoch. Diese Fische hier sind noch nicht ausgewachsen. Dagegen kann der andere schon geerntet werden. Wenn dieser Fisch in einem natürlichen Gewässer ausgesetzt wird, gibt es eine biologische Verseuchung. Er wird die anderen Fische vernichten. Eine biologische Verschmutzung unterscheidet sich grundlegend von einer chemischen. Sogar eine Ölpest verschwindet mit der Zeit. Aber hier handelt es sich um eine biologische Verschmutzung. Einmal freigelassen, kann man diese Fische nicht mehr zurückholen. Dann ist es aus. Es ist aus. Im Winter herübergeweht. Sie können bis zu 1 Meile weit fliegen. Dies ist der Beweis dafür, was hier passiert. Eine vollständig aufgekeimte, gesunde, genmanipulierte Rapspflanze wächst auf biologisch bewirtschaftetem Land. In Kanada gibt es kein reines Raps- oder Sojasaatgut mehr. Alles ist verseucht. Das Erschreckende an der Gentechnologie ist, zusehen zu müssen, wie einige Wissenschaftler und Firmen ohne irgendeine demokratische Abstimmung versuchen, die genetische Beschaffenheit aller Lebewesen, all dieser Wesen, die wir so sehr lieben, zu verändern. Und zwar derart, dass es kein Zurück mehr geben wird. Blickt man auf die Geschichte von Monsanto zurück, ist es für mich eine Geschichte von Lügen und Verrat. Monsanto und andere Firmen haben behauptet, auch PCB wäre harmlos, DDT wäre harmlos, Agent Orange wäre harmlos und so weiter. Und nach einigen Jahren wusste jeder um die Gefahren von PCB und DDT. Und jetzt will uns dieselbe Firma weismachen, genverändertes Getreide wäre harmlos. Für uns ist der Zug schon abgefahren, aber in vielen Regionen der Welt ist es noch nicht zu spät. Gentechnik trägt die Schuld an der Vernichtung unseres Saatguts, unserer Pflanzen- und Artenvielfalt, unserer Heilpflanzen und all unserer anderen Nutzpflanzen. Gentechnik ist ein falsches Versprechen zu einem hohen Preis, den unsere Bauern bereits bezahlen mussten. Multinationale Konzerne haben unseren Bauern die Selbstbestimmung über ihr Saatgut entrissen. Die Bauern wussten nicht, dass die genmanipulierte Baumwolle, die sie angepflanzt hatten, eine Kombination von Genen aus Tier und Pflanze ist.